Zu gewinnen gibt es ein Wochenende für zwei, inklusive Skipass im Skigebiet Zauchensee. Jetzt haben wir alle fünf beisammen für diese Woche. Das R wie Roman, den stelle ich Ihnen gleich vor. Bitte jetzt notieren. Und jetzt ist, glaube ich, klar, welches Wort wir suchen. Bitte rufen Sie uns an. Unsere Hotline ist geöffnet. 08000 9005. Sie können bis 9.45 Uhr bei uns anrufen, Ihren Wortvorschlag deponieren und gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Am Montag sagt Ihnen Patrick Batschen dann, wer es wirklich geschafft hat. Roman Scheliger, Humorexperte, Arzt, Buchautor, Coach und einer, der es immer lustig hat, ist jetzt bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Eva. Ist es so? Ja, ich versuche jeden Tag zu dem Besten meines Lebens zu machen. Und manchmal gelingt es, also ich hoffe sehr oft, aber manchmal halt nicht so. Und ja, da versuche ich halt meine eigenen Ideen umzusetzen. Roman, wir wollen jetzt von Ihnen einmal wissen, welche gut, man kann Humor lernen. Das ist einmal die erste Frage eigentlich. Also ich glaube, man kann ihn wiederentdecken, weil als Kinder waren wir die Humorweltmeister. Wir haben mit unserem Lachen die Menschen um den kleinen Finger gewickelt. Und je höher wir raufkommen in unserer Karriereleiter des Lebens, manches Mal ist die Karriereleiter ja ein Hamsterrad, desto weniger wird das Lachen. Und das ist so schade, weil wir wissen, Lachen verbindet Kulturen, Menschen, Altersstufen. Und gerade zu Weihnachten wäre es so wichtig, dieses Lachen oder dieses Lächeln zumindest wieder ein bisschen in den Vordergrund. Ja, bitte, her damit. Wir wollen wieder lachen. Wir haben, also jetzt sind alle gestresst. Ja? Ich bin latent müde, muss ich ehrlich dazu sagen. Schaust aber gut aus, muss ich sagen. Ja, das ist alles weggeschminkt. Also das ist kein Problem. Man kann alles verstecken, auch die Müdigkeit. Ja. Aber wie komme ich denn in diesen humorvollen Modus, wenn mir viel das Lachen auch vergeht? Ja, also Weihnachten ist so ein bisschen das Bootcamp der Gelassenheit. Also man kann da sehr viel trainieren jetzt. Aha. Das große Problem ist jetzt, dass diese stillste Zeit des Jahres eigentlich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr die stillste Zeit, sondern die hektischste Zeit des Jahres ist. Also wir haben wahnsinnig viel Druck von allen Seiten und das muss jetzt toll sein und das muss der schönste Weihnachten sein und der schönste Baum, gerade in Zeiten wie diesen. Wir können schon nicht mehr hören und dieser Druck, es perfekt machen zu wollen, das ist natürlich ein wahnsinniger Energiefresser. Der zweite Punkt ist, dass man zu Weihnachten manchmal Menschen trifft, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Ja? Es treffen Kulturen aufeinander, Lebensphilosophien aufeinander. Ja? Also da kommt jetzt, ich weiß es nicht, der Veganer trifft den Fleischesser und die Boomer treffen die Generation Z. Herrlich. Und die Erbtante, die Kleber. Genau, und Corona, glaube ich, auch immer wieder ein gutes Gesprächsthema, Corona ist das Thema, oder? Genau, und da gibt es zum Beispiel ein paar Themen, die man meiden sollte. Ja? Also, ja, also vor allem, wenn man weiß, da wird es wieder hingehen und wenn die Erbtante sagt, und bist schon verheiratet und hast du zugenommen? Ja, also diese Dinge mal vorher mal abzuklären und zu sagen, darüber reden wir diesmal nicht. Mhm. Ja. Auch, glaube ich, ist es ein bisschen illusorisch zu sagen, zu Weihnachten, ich weiß nicht, wie du Weihnachten verbringst, ruhig, still, besinnlich oder doch mit der Familie. Schauen wir mal, was dann kommt. Ja, das ist also, man glaubt immer, das ist still, wenn man sagt, stille Nacht, heilige Nacht, ich weiß nicht, wo findet das statt? Ja. Das funktioniert nicht. Also ich glaube, da mal auch dem Raum zu geben und nicht jetzt gerade zu Weihnachten die Spielregeln gravierend zu ändern. Okay. Also den Kindern zu sagen, so, jetzt drehen wir das WLAN ab, dann wünsche ich schöne Weihnachten. Also dann wird die Bescherung ein bisschen anders definiert. Aber ich glaube, da mal wirklich die Spielregeln schon aufzustellen. Worüber reden wir nicht? Okay. Was sind Tabuthemen? Ja? Mhm. Gerade man kennt ja seine Pappenheimer, die dann immer wieder damit anfangen und so die Wunde hineinlegen. Mhm. Und auch sich darauf vorzubereiten, dass man Geschenke bekommt, die man nicht erwartet hat. Oder nie wollte. Nie wollte, ja. Und dann dieses Lächeln unter Anführungszeichen ein bisschen zu trainieren. Merken Sie schon, ich habe schon einen Dauergrinser drauf. Also bei mir wirkt Ihre Methode sehr, sehr gut. Ja. Ich danke für diese guten Tipps. Er hat es einfach drauf, der Humorexperte Roman Scheliger. Schön, dass Sie da sind. Freue ich mich. Danke. Jetzt